yeah. Gib mir doch nen Gegner hier aus diesem dopen Rap-Turnier. Doch schau ich mich so um, glaub ich nicht, dass sowas existiert. Unter diesen ganzen Kindern kann ich nur nicht anders finden. Erreichen Text, der floaten Tracks, die nicht nach Asthma klingen. Oh, yeah. Gebt euch meine Zeilen und gebt euch meine Parts, oder lasst es sein, im Prinzip ist das scheißegal. Alle hier sind Kinder, doch kein einziger Gegner. Alles, was ich sehen kann, sind Mama-Zettel, sehr geil. Keine Ahnung, ob ihr wirklich denkt, ihr wäret dope. Keine Ahnung, ob ihr wirklich denkt, ihr rappet flow. Keine Ahnung, ob ihr einfach keinen Plan habt, wie man diesen Takt trifft und ansatzweise dranbleibt. Und manche hetzen in der Quali, wollen battlen, aber packen nicht einmal zu Texten in den Takten. Dazu noch rappen wie Blamagen, das ist echt nicht zu ertragen. Cypro und Kiera, um die Wackness zu begraben. Leg die Hand aufs Herz, es fällt uns gar nicht schwer. Streng genommen seid ihr unsere Parts nicht wert. Macht mir sicher, ist ja geil, einfach so hier mitzumachen. Doch ihr seid nur gut, um sich über euch kaputt zu lachen. Seht eure Teammates an, spart euch den Widerstand. Glaubt mal nicht, dass ihr was macht. Niemals im Leben nicht, euer Flow ist lächerlich. Nach dem Ding, was jeder wäre, in dem Turnier der Sieger ist. Lando blätt mich weiter mal mit sogenanntem Triple Time. Battles gegen uns und will insgeheim nach Hilfe schreien. Ernst gemeinte Frage, warum lässt man hier nur Kinder rein? Lando fühlt sich wie ein Gangster abends bei einem Klingelstreich. Du meintest ja, solche Lines könnte nur ein König schreiben. Deine Qualität ist nur die Grenzen deiner Möglichkeiten. Labert man alle weiter, was und großartigen Penner. Denn mit jedem neuen Gegner wird die Todesliste länger. Glaubt ihr wirklich, ihr seid dope oder echte Konkurrenten? Selbst mit meinem ersten Track schlage ich euch noch um Längen. Schränkt euch besser an oder wollt ihr es uns zu leicht machen? In diesem Fall solltet ihr das Battlen besser gleich lassen. Gegen unseren Flow können alle anderen einpacken. Gewinnen das Turnier und ihr könnt weiter euren Scheiß machen. Diese ganzen Rapper könnt ich locker auch alleine klatschen. Jeder Sieg ist wie geschenkt, als wär schon wieder Weihnachten. Legt die Hand aufs Herz, es fällt uns gar nicht schwer. Streng genommen seid ihr unser Parts nicht wert. Macht mir sicher, ist ja geil, einfach so hier mitzumachen. Doch ihr seid nur gut, um sich über euch kaputt zu lachen. Seht eure Teammates an, spart euch den Widerstand. Glaubt mal nicht, dass ihr was packt. Niemals im Leben nicht, euer Flow ist lächerlich. Nach dem Ding weiß jeder, wer in dem Turnier der Sieger ist.